Greifen wir die Tür hier an und die sind ja hier oben. Diese böse Bogenschützin. Ach, hier ist sie. So. Ich stehe zu der Ecke, ne? Mm. So, die ist weg, Tür ist weg. Raus. Das ist das Gefängnis. Ach, da. Lasst uns raus! Da ist das Gefängnis, da wo die schreien. Ja, gehen wir hier runter. Das wollen wir zerschlagen, ne? Ja, ist ja gut. Mach doch mal nicht so eine Hektik draus. Noch 10 retten. Da war das Katapult ist schon mal weg. Du bist auch hier, gut. Hier ist eine goldene Kiste. Ah! Die wurde bewacht. Oh, zum Glück nicht von Champions, ne? Also die kamen ganz schön schnell angerannt. Aber es waren keine Champions. Ja. Das hat mich gesehen. Ja, komm. Ich komme nicht durch. Jetzt. Uiuiui, ui, ui, hier ist doch los. Hier los. Hat sich gar nicht gelohnt. Die haben mich abgeschossen. Ach, die Blöden. Was soll das denn? So, wenn ich zurückschieße. Ich mir die Skelette wiederbelebe und die dann zurückschieße. So, haben wir noch was hier und hier. Sind wir schon am Ende angekommen? Jetzt dann schon bald ins nächste Gebiet, oder? Ne, werden wir sehen. Spätestens ins nächste Gebiet, das ist immer falsch. Ja, wo kommt denn der Todesbrückler her? Ich sehe gerade gar nicht mehr durch. Jetzt habe ich irgendeine Keule, glaube ich, mitgenommen, ne? Ach nee, Wurfmesser waren es. Ach nee, was war das? Stinkgas-Elixier. Ist fast wie ein Wurfmesser. Ich hatte beides, Wurfmesser und Stinkgas-Elixier. Das ist sogar ein Champion. Triefauge, der Entfesselte. Triefauge. Er ist im Mund gegen Blitz. Ja. Das sind die alle, die Todesbrügler. So, zwei Skelette. Die greifen den Turm an. Ja, das ist, merke ich. Das ist alles gerade ein bisschen... Die liegen mal Dränge. Sehr fragwürdig, was die machen. Nein! Wie wär's denn mal mit ordentlichen Angriff hier? Ihr blöden Viecher. Seid ihr weit genug weg vom Turm? Mann. Mein Priester ist tot. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Lassen die mich einfach ins offene Messer laufen. Aber ich glaube, hier geht es dann schon ins nächste Gebiet. Wenn sonst, weil der Champion kommt, glaube ich, erst hier am Ende. Ja, hier geht es dann weiter. Da gibt es dann auch ein Portal in der Ariadur-Ebene. Genau, Ariadur-Ebene gibt es dann wieder ein Portal. Dann und dann der Kristalldurchgang. Bleibt man noch ein bisschen hier. Golem beherrschen wir mal einen Punkt. So. Die Werte machen wir mal weg, damit es ja nicht ständig aufgeblendet ist. Ich brauche Leichen, ich brauche Leichen. Da ist irgendwie eine Immun gegen Blitz. Ja, es wechselt ständig hin und her, ne? Liegt Mana. So, sind wir schon mal an der Seite angekommen? Oh, zum Teufel seid ihr Barbaren. Hier sind die ganzen Schützen schon gewonnen. Was hat mich denn so schnell hier geschwächt? Da waren doch gleich mehrere. Ich habe bloß den einen gesehen. Oder die eine. Und da waren mehr als gedacht. Hier ist wieder so eine komische Tür, die erst zerstört werden muss. Jetzt ist sie zerstört. So, die haben wir schon mal verflucht. Dann kriegen sie jetzt ein bisschen Schaden ab. Blub, 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 blub. Oder waren sie weg? So, nehmen wir noch den mit. Hier liegt anscheinend nichts Gescheites an Leichen rum.
Ihr tötet die mal spannende Leiche. Macht sie weg. Eine noch eine, macht sie beide weg. Genau so. Und dann kämpft für mich. Ein Harpun, dann gehen wir da Fisch ja. Wo ist ein Wurfspeer? So, der ist weg. Ja, sehr gut. Die haben es wirklich mit diesen Türmen. Hm. Ich habe jetzt auch keinen Gegner mehr. Da gehen wir mal ein Stück hier runter noch. Wo bist du? Genau, jetzt mit so eine Tür. Ich kann sogar durch die Tür fallen sitzen. Und ich kann durch die Tür fluchen, also. Das hilft ja auch. Ja, wenn du so vor dich hinmurmelst, geht das, könnte das ja auch oben drüber gehen. Murmel, murmel. Na gut, vielleicht schmeiße ich die Fallen oben drüber über die Mauer einfach. Weil das ist einfach bloß Magie. Weil ich angegriffen werde. So. Sind denn hier noch welche? Hm, weiß ich gar nicht. Ich sehe gar niemanden. Ja, die Barrikade braucht er auch nicht machen. Unten ist da nichts. Stehst du im Feuer? Nee, du bist die. Ich brenn. Du bist die, die brennt, okay. Nee, hier ist dann auch nichts weiter. Mal hier. Was uns eine Schützin. Hab ich daneben geflucht. Na, wie wär's, ihr Krieger? Warte mal, wie kommt nach hier? Hallo. Raus. Jetzt seid auf der Seite, gut. Dass er hier mal ein bisschen was jagt. Noch ein Stück weiter dann nach links gehen, nach unten. Ja, hier unten hat man ja alles schon. Ach, da hatten wir auch schon alles. Wollen wir da schon ganz am Rand hinten? Wir müssen jetzt ein bisschen einfach nur nach links laufen. Weniger nach unten. Aber von unten kamen wir ja. Aber wir sind ja größer, dass die untere Kante abgelaufen. Ach, das kann sein. Hupsala. Mich erwischt. Da haben wir wieder welche beschworen. Hier sieht man, hier sind noch Gegner. Jetzt komme ich in die Leiche ran. So, Tür weg und dann ja. Ruhig Katapult vernichten. Ei, 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 ei. Oh. Die Krieger hängen da irgendwo rum oder du stehst im Weg? Ich habe mich nur aufs Fallensitzen konzentriert. Ich habe nie geguckt, wo ich bin. Ja, beim Golem stand nämlich direkt hinter dir. Der kam nicht durch. War zu breit. Das sind nur schmale Türen. Ich brauche Mana. Warte. Ich hab doch Mana. Achso. Ich drück einfach so lang, bis er das sagt. Oder ob ich merke, es kommt nichts, dann. Der Händler liegt auch noch hier hinter da. Mhm. So, ist hier noch einer? Also wieder bloß der Turm. Hier auch noch ein paar Gegner. Greift nicht den Turm an, greift die Gegner an. Immun gegen Feuer, immun gegen Gift. Achso, ist der Turm, den ich gerade angesehen habe. Ich bin überladen. Ich weiß ja nicht mehr, was ich aufnehmen wollte. Eine leichte Armbrust, die will ich ja nicht. Ich wäre es hier mit töten oder sowas ähnliches. So ein Turm. Alles andere wäre ja auch zu einfach. Ey, was piekst du mich einfach so? Geh weg, mach mir Ruhe. Mann. Das war knapp. Ich wollte es spannend halten. Ich habe bei dir nur den roten Strich gesehen. Aber dann war auch wieder grün. So, hier haben wir wieder in allen Richtungen Gegner. Über mal ein bisschen Fluch. Ja, fällt der Fluch noch. Da hält er wenigstens ein paar Sekunden.
So, hier die Ecke, die ist geräubert. Geräubert vor allem. Gesäubert. Jetzt sind die auch noch immun gegen Blitz, ey. Und die hinter der Tür lauern. So, Trank. Nehmen wir mit. Hier haben wir noch jede Menge. Du bist direkt hier links neben mir. Gut. Also ein Dämonenkobold. Klar, jetzt hätte ich so eine Hütte. Müssen wir nicht auch besiegt werden. Ey. Diese Fliege ist sehr hartnäckig. Schlimmer als jeder Gegner hier, hat. Ja. So. Hier vorne ist... Ach nee, ist das... Oder ist das das, was wir schon hatten? Nee, hier vorne ist das so ungefähr. Ja, eins haben wir. Und der ist unten, ist das zweite. Lasst uns raus! Geh mal kurz hierher. Helft uns! Da unten sehe ich noch vorne. Hier drüben! Wir haben Champion. Lasst uns raus! Ich geh mal kurz in deine Richtung. Du bist hier bei der Tür, ich, ne? Ich bin einfach nur an dieser Tür gescheitert. Achso. Helft uns! Die war hartnäckiger als gedacht. Ja, aber so. Eine massive Holztür. Die Hammer. Und bei dem letzten ist dann noch ein Champion mit dabei. Alles klar. So ein Peitschen-Champion. Oh! Das sind wieder immun gegen Blitz, die ganzen Träger. Mhm. So. Jetzt gehen wir wieder hier raus, oder? Wo bist du jetzt? Bist du da hier? Ich habe die Gegner gesehen und noch fallen gesetzt. Ja, ich habe den Klammer verflucht, das hilft auch. Ach, hier sind Champions mitgekommen. Die meine ich gar nicht. Kann ich die gar nicht verfluchen? Habe ich die leichte Armbrust mitgenommen? Hier so also mal ein kleines bisschen verfluchen. Der hier unten, die kann ich irgendwie nicht verfluchen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber der ist auch gleich weg. Und ups. Starker Regenerationstrank. Ein starker Mana-Trank. Willst du den sicher mitbringen? Musst du den selber? Ich fordere direkt noch näher. Eiskeiler. Scharfzahnschlechter. Den hab ich noch gar nicht mal gesehen, ich weiß gar nicht, wo der ist. Der ist direkt beim Tod bei dem Bewahren. Ach, da hinten der. Stand ich noch ein bisschen zu weit weg. Der Scharfzahnschlechter. Folgt mir! Gut, die hätten wir auch. Zack! Da kann man jetzt in die Ariatruf-Ebene gehen, ne? Und das ja. Portal suchen. Hier haben wir noch Mana-Tränke. Ich weiß, muss ich bald keine mehr aufnehmen. Nee, ich muss keine mehr aufnehmen. Ich bin überladen mit Mana trinken. Denn irgendwann brauchst du dann wieder. Ja, aber ich kann ja nur so viel mitnehmen, wie ich Platz habe. Aber eigentlich sollte immer ein bisschen Platz für was anderes sein. Och, hier sind die ganzen Gegner wieder her. Alle die, die man noch nicht getötet haben, ne? Mhm. Obwohl es gar nicht so schlimm ist. Ich mir fehlen noch gerade wieder ein paar Monster, also. Und, look, einer weg. Und hier oben auch. Ich brauche Mana. Ja, ist ja gut. So, direkt wieder aufgefüllt. Und dann gehen wir jetzt ein Stück in diese Richtung. So, das sagt man später Bescheid, dass wir das Quest abgeschlossen haben. Können wir ja machen, wenn wir dann das Dingsbums haben. Dann muss man taten, genau. Genau, Dingsbums. Du bist da, ne? Ja. Hier kann man nicht durch. Muss erstmal einen Heiltrank nehmen. Ja. Achso, dann steht jetzt im Weg. Hier geht's bloß durch. Eine Tür. Die dann hoffentlich irgendwann tot ist. Eine tote Tür. Aber die greifen natürlich wieder den Symptom an und das Katapult. Gut, hier, wie wär's noch mit der Tür? In der Ecke war auch einer noch. Achso, da war noch einer. Ja. Den habe ich nicht gesehen. So, kommt mal noch ein paar hierher, nicht gegen Turm. Gehst du bitte von der Tür weg? Da hoffen, dass die dann mal ein bisschen näher kommen. Ne, wollen sie auch nicht. Wären wir nach außen rumgelaufen. Aber hier vorne sind noch Gegner. Hm. So, die Barrikade ist weg. Jetzt gehen wir mal kurz noch hier runter, weil hier noch Bogenschützen sind.
kann ich gar keine Fallen hinsetzen. Aber die Tür ist ja schon weg. Seid ihr denn alle schon wieder? Auch am Turm. Ach, wo auch sonst. Die Fallen fühlen sich jetzt auch von dieser Barrikade hier animiert. Die feuern. So, durch. Jetzt aber. Augen zu und durch. Ich hab mich vor deinem Golem erschreckt. So, kommen wir hier lang? Ja, hier kommen wir lang. Dann hier durch und dann sind wir hier. Gut, dann geht's hier hoch. Und dann sind wir hier auf einem guten Weg. Und hier geht's ja schon zur Ariad-Hochebene. Nun gegen Feuer und Gift. Die zurückgekehrten Marke. Ach da. Bloß schon mal als Grundinfo. Jetzt habe ich auch wieder Skelettmarke. Ich belebe sie mir einfach. Die Art und Weise. Die sind etwas stärker als meine eigentlichen. Durch den ganzen Bäume sehe ich gar nicht, wo Gegner sind. Schöner, dass es schlechter sind. Keine guten. Nein, schlechter. Der böse Wille der Schlechter. Lag ist hier oben. Wo? Hier oben am. Irgendwo. Ich habe ihn schon gerade gesehen. Nee, das war auch nicht. Ist er weg? Ich sehe ihn nicht. Es geht hier so schnell gerade. Machen wir mal so. Ja? Feuer. Hier hinten steht er. Feuerkeiler. Jetzt ist er weg. Die Leichen wollen nicht. Diese Hütte ist aber auch richtig schön hartnäckig wieder. Und plupp, ich hab mit drauf eingeschlagen. Musste mal sein. Gut gemacht. Mit deinem Steckchen der Schrauben gelockert. Genau. Was anderes bleibt mir nicht übrig. So, nehmen wir den Mana-Tank hier und da wieder mit. Nachdem ich vorher ihn gebraucht habe. Immer schön im Einklang. So läuft's gut, wenn der Einklang da ist. So, hier suchen wir das Portal. Und anschließend holen wir unsere Belohnung. Genau, holen wir uns die Belohnung ab. Die haben wir uns verdient. Wir greifen dann später mal einen Turm an, der einfach sehr stark ist. Aber gut, da sitzt doch diesmal einer drin. Wir müssen auch, runter. Wir müssen auch mal ein Stück weg. Ah, Mist, ich bin vergiftet. Ich auch. Irgendwas ist hier stark mit Gift. So, macht er den mal platt. Geht doch. Kann doch sein, dass es dieses Katapult war. Aber irgendwo schießt ein Katapult wahrscheinlich Gift. So, du Hütte, verschwinde doch einfach mal. So, die Hütte ist weg. Warum ist die Hütte weg? Bin ich doch nicht mehr vergiftet. Ich bin noch vergiftet. Hier verliert man ja fast einen Überblick. Diese blöden Teleporter. Jetzt geht er da hoch in den Turm. Das ist doof. Das mag ich nicht. Hier merkt man erstmal, wie stark diese Türme eigentlich sind. In Normal- und Albtraum war das noch nicht in dem Maße. Jetzt ist wirklich, wenn die da oben sind, schon wieder vergiftet. Schießen sie die ganze Zeit und du hast keine Chance, was zu machen. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter.